18. Juni 2010. Volksblatt Online will wissen, wie es jenem Mann geht, der aus Eschen aufgebrochen ist, um nach Santiago de Compostela zu pilgern. Michael Gerner. Gerner. Herr Gerner, grüezi, da ist der Christoph Klein vom Volksblatt. Wie geht's Ihnen? Ja, wir haben Berg aufgeklettert. Herr Gerner, ich habe ein paar Stichwörter und mich nimmt Wunder, was ich... Hey, hat man nicht einmal, ich habe ein Interview mit einer wirklich La Presse. Ich habe ein Interview mit einer La Presse. Hallo, hat man nicht einmal. Also, herzlich willkommen. Herr Gerner, ich habe ein paar Stichwörter und mich nimmt Wunder, was Ihnen auf Ihrer Reise jetzt da dazu in den Sinn kommt. Erstes Stichwort Familie. Zweites Stichwort Regen. Egal. Drittes Stichwort Kirchen. Gute Raschplätze. Raschplätze, Besinnung. Ein Kollege, schauen, wer schon vorne ist, wer am Hinterraum ist. Gedenken, ja. Viertes Stichwort Alleinsein. Gut für die Seele. Und schließlich habe ich noch Stichwort Langsamkeit. Wichtig. Herzlichen Dank. Erzählen Sie noch kurz, wie es Ihnen so ergangen ist, jetzt seit dem Aufbruch aus Liechtenstein. Ja, also ich habe über 15 Kilo abgenommen. Ich habe natürlich meine Hoch und Tief gehabt, auch moralisch und so. Das ist normal, das weiß man aber, wenn man sich vorbereitet. Ich bin nicht der Schnellste, das kenne ich alle, vom Weg vom Überholen. Aber ich hatte früher auch kein Problem mit den Füßen. Insgesamt scheint es geht's Ihnen ganz gut. Ja, super. Also sehr gut. Wirklich, ich bin im Moment mit Franzosen unterwegs. Ich frische mein Französisch wieder auf, was ich 25 Jahre lang nur gebraucht habe. Es tut mir sehr gut hier. Und ich bin sehr gut integriert da. Mit sehr viele Franzosen, die Leute sind sehr freundlich in dieser Region. Also wenn man irgendwo Hilfe braucht, dort geht man sich so vertöbern. Das ist eigentlich sehr positiv für mich. Ja, man lebt bescheiden, aber es ist ja Sinn. Es sind sehr viele Leute im Moment unterwegs, weil das ja ein Pilgerjahr ist, das Jahr. Und vor allem jetzt im Moment sind auch Franzosen, ganze Gruppe unterwegs. Die lassen sich allerdings Gepäck von Schied zu Schied, das sind Herberge, transportieren. Und die, also Anführungsstelle, Schlussstelle, wichtige Pilger schlafen das Gepäck selber. Also, aber eben, es ist jedem sein eigener Weg. Man toleriert andere Ziele, wie sie sind. Wenn man Chef ist von einer Firma, hat man natürlich vielfach gequint, dass man sieht, wie es geht. Damit haben wir zurückgenommen und das haben wir sehr gut getan, eigentlich. Sich zurücknehmen und nicht mehr wissen, wie es geht, das ist bereits wie die Überschrift zum dritten Teil des Pilgerfilms.